Der 1. Oktober 2011 in Stuttgart. Im Haus der katholischen Kirche findet der erste interkulturelle Jugendbegegnungstag unter dem Motto International gemeinsam katholisch statt. Über ein Dutzend Gemeinden verschiedener Herkunft stellen in Workshops sich und ihre Heimat vor und erkunden die anderen Kulturen in einer Wissensrallye. Michaela vom Bund der katholischen Jugend hat bei der Organisation des Begegnungstages mitgeholfen. Das ist einfach wahnsinnig wertvoll, diese gegenseitige Begegnung, weil wir im Prinzip, wir haben ja alle die gleiche Religion, alle den gleichen Glauben, wir sind katholisch, aber in der Praxis leben wir es doch sehr unterschiedlich in den ganzen Gemeinden. Stuttgart ist eine internationale Stadt. Ob ich mit der S-Bahn oder der U-Bahn fahre, sehe ich sehr viele verschiedene Menschen aus allen Ländern. All diese Leute integrieren sich sehr gut. Sie reden auf den Straßen Deutsch, Französisch, Englisch oder zum Beispiel einen afrikanischen Dialekt. Und das finde ich sehr schön. Also es ist ein breites Spektrum an Gemeinden vertreten. Also natürlich wir vom BDKJ oder auch der Arbeitskreis Ministranten, aber eben vor allem sehr viele muttersprachliche Gemeinden, wie die tamilische Gemeinde, die eritreische Gemeinde, die polnische Gemeinde, die kroatische Gemeinde. Die spanische Gemeinde, also im Prinzip praktisch alles, was wir hier so haben in Stuttgart. In den Workshops der Gemeinden werden Lederknoten beigebracht, altkroatische Schrift gelehrt, Salsa und Merengue getanzt oder einfach die eigene Kultur und Geschichte vorgestellt. Und noch immer gibt es Christen im Irak, die haben sich erhalten, das sind ca. 3%, die dort leben. Und diese Christen im Irak leiden eben unter dieser Christenverfolgung. Und deshalb flüchten die meisten aus dem Irak hierher nach Deutschland. Das Besondere an diesem Jugendtag ist, dass die Jugendlichen ja nicht nur nach diesen Alltagsdingen streben, die es ja momentan gibt, oder nicht nur nach, sage ich jetzt mal, nach Vergnügungen gucken. Ich meine, das ist ja auch eine Vergnügung. Man kann sich auch mit Christus und Gott vergnügen, indem man sich hier trifft als Jugendlicher, ja, im Austausch mit anderen Jugendlichen auch über andere Kulturen auch dadurch kennenlernt, und das ist eine schöne Sache. Deshalb ist dieser Tag besonders. Am Abend treffen sich alle zusammen in der Kirche, um einen mehrsprachigen Gottesdienst abzuhalten und um das zu feiern, was sie alle verbindet. Wenn sich nächstes Jahr wieder viele Jugendliche engagieren, wird es vielleicht einen zweiten interkulturellen Begegnungstag in Stuttgart geben. Ja.